Aber der Nico, ich hab bei Afghanen dieses krasse Feld gesehen, Mann. Ich glaube, zwei Quasar oder drei Quasar, Mann. Das war echt heftig, Mann. Das kann ich nicht glauben. Doch, Mann, ja. So eine Zwei-Karten-Kombo irgendwie und dann geht's voll ab, Mann. Also die Kombo will ich sehen. Die siehst du. Wir haben hier jetzt den Afghan, aka den besten Blackwing-Spieler. Und er zeigt uns jetzt mal seine neuen krassen Blackwing-Kombos. Also schauen wir mal, was wir da haben. Ja, halt sie doch offen. Okay, bis jetzt ist noch keine Kombo. Aber mal schauen, wir dürfen ein paar Karten ziehen. Mal gucken, was noch kommt. Oh. Bis jetzt immer noch keine Kombo. Oh. Das war's wohl. Erstes war wohl nicht. Oh mein Gott! Das erste war wohl nicht. Das war ein bisschen schlecht. Oh mein Gott! Aber probieren wir nochmal. Also das heißt, du wärst jetzt dann tot? Ich wär jetzt tot. 1-0 für den Gegner. Außer er kann nichts rausbringen, weißt du? Aber ist ja unwahrscheinlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Schauen wir mal. Zweiter Versuch. Okay, die ist schon mal gut, die Karte, oder? Die Kombo ist da, ja. Jetzt ist besser. Auf jeden Fall ist jetzt besser. So. Gut. Aber ist auch noch nicht sicher, Kombo. Schauen wir mal, was noch kommt. Oh, jetzt ist Kombo. Jetzt haben wir die Kombo. Jetzt haben wir die richtige Kombo. Okay, ja. Dann erzähl mal ein bisschen, was du jetzt gerade machst dann. Also als erstes, den Gofu, den kann man einfach auf gegnerischen Feld special. Dann. Machst du mit Tokens oder ohne? Ohne Tokens, weil die nehmen dir nur Platz weg und. Das also brauchst du gar nicht. Braucht man gar nicht. Es ist nur wichtig, dass man ihn einfach so specialen kann. Und dann. Normale Bestellung Armageddon-Ritter. Kann ich mir einen Level-Leader auf den Graves schicken? Die Frage ist jetzt, wenn ein Wailer kommt, was passiert dann? Wenn ein Wailer kommt, könnte ich mit One for One noch ein bisschen Faxen machen, aber es wäre ziemlich bitter, ja. Okay. Ja, ich frage noch, also. Ja. Wailer ist. Beliebte Karte geworden. Ja. Dann mache ich One for One. Okay. Das ist ja nicht falsch. Das ist ein Spielfeld, aber das spielt man nicht. Das spielt man gar nicht. Ich dachte, ich hatte bist du schlecht, Mann. So eine Keule, die so. Die andere Karte als von denen. So eine großartige Keule. Okay, warte mal. Was hast du gemacht? One for One gemacht. Okay. Das ist ja, natürlich optimal, klar. Aber das ist nicht immer so, dass du das halt auch hast. Aber jetzt kann ich noch krasser abgehen. Weil jetzt habe ich gleich den TG Hyper Label gemacht, ohne dass ich überhaupt noch eine andere Synchro gemacht habe. Jetzt natürlich das beste, optimalste eigentlich. Also beste Voraussetzung. Dann Level Leader halt auf ihn, wird auf 4. Und das ist halt die Combo eigentlich, weil da macht man die ganze Zeit den neuen Blackwing da. Der sagt halt, wenn ein Material mindestens Schwarzflügel ist, dann wird er zum Tuner. Und wenn er gespecialt wird, kann ich ein anderes Schwarzflügel vom Grave specialen. Okay. Und er hat noch einen Effekt. Er kann sich selber entfernen, um ihn selber vom Grave, also wenn ich zwei hätte, könnte ich einen entfernen und einen specialen. Im Friedhof. Im Friedhof, okay. Genau. Also drei Effekte, ins krasse Karte. Und jetzt darf ich halt eine ziehen durch Hyper Librarian. Und jetzt mache ich das halt die ganze Zeit und kann so die ganze Zeit ziehen. Also sprich, du spielst ihn auch dreimal, oder? Nee, dreimal spiel ich nicht, aber du machst ihn halt zweimal und jetzt machst du die ganze andere Synchros. Jetzt holt er halt ihn und jetzt machst du halt den Achsel-Synchron und die ganze Zeit gehst du auf einen Synchro-Empfänger, die ganze Zeit. Und ziehst dich halt durch, bis du deine ganzen Karten gezogen hast, die du halt brauchst. Und so machst du halt die ganze Zeit so. Wieder halt auf 4 machen. Wieder eine ziehen. Perfekt. Immer eine Stufe erhöhen. So, dann ist er Stufe 6, Level Leader. Wieder auf 5, jetzt machst du wieder auf 6. Auf 6, oder? Jetzt wird er auf 5 und jetzt mache ich 6. Synchro. Auf Korallendrache ziehe ich eine. Jetzt könnte ich theoretisch noch was für ihn wegschießen, falls er was hätte. Jetzt habe ich halt das natürlich optimalerweise gezogen. Jetzt habe ich gleich den nächsten Tuner. Aber Normalsam hat es schon, oder? Normalsam hatte ich schon, das war der Armageddon-Ritter ganz am Anfang. Aber das ist nicht schlimm, die brauche ich nicht mehr. So, dann geht's halt wieder noch ein Korallendrache.
Okay. Wie oft spielst du den? Zweimal? Zweimal. Jetzt darf ich halt zwei Karten ziehen, weil er auf den Friedhof gelegt wird. Das ist der Effekt. Und durch Hyper Lemurian. Echt? Ja, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, ziehe ich eine Karte. Einmal pro Spielzug. Und theoretisch, weil sie jetzt neu beschworen wurde, könnte ich jetzt noch eine Karte schießen. Wenn er jetzt weil ich habe jetzt die neue beschworen, könnte ich gleich nochmal was schießen. Dann Verlockung. So. Okay. Was man halt aufpassen muss, dass man mit Glow-Up nicht gleich anfängt, den Effekt zu machen, weil es könnte auch blöd laufen und man tut den Soul Charge millen und dann kannst du keine drei Quasars mehr rausholen. Deswegen sollte man mit denen am besten warten, bis man die Soul Charge gezogen hat. Weil sonst könnte es echt blöd laufen, weil es mir öfters schon mal passiert. Dann mache ich den Effekt von Jetsico. Lüft die ab. Hoppala. Lüft die ab. Special den. Level Eater. Auf ihn hier, da wird der zu 4. Dann mache ich 7er Synchro. Werkzeugdrache, da habe ich wieder eine ziehen. In dem Fall habe ich schon eine Ausrüstungszauberkarte gezogen, deswegen kann ich den Effekt nicht machen, aber ist nicht so schlimm. Dann Level Eater. Okay. Dann 2 ziehen. Dann ist 4, 7. Dann Level Eater auf Werkzeugdrache, ist auf 6. Da haben wir den ersten Quasar schon mal. So. Dann zieh mal ein bisschen. Schau mal, was ich noch ziehe. Spielst Zwillingswister Domain, wie viele? Ja, normalerweise kommt die raus. Das ist jetzt nur ein Platzhalter für One Day of Peace, weil die muss man eigentlich ausspielen, damit man halt einfach seine Combo gleich hat. Aber das ist jetzt nur ein Platzhalter, weil ich die jetzt noch nicht habe. Ich leide ein bisschen, weil das so eine billige Karte ist, aber die ist niemand hat sie. Alle sagen, ich habe sie zu Hause. Ich habe sie auch. Zu Hause. Okay. Dann mache ich die hier auf den Einser-Tuner. Ich muss noch eine abwerfen. So. Jetzt ziehst du wieder zwei. Genau. Hoppala. Und da ist die Soul Charge. Okay, ich habe nicht mal mehr Armageddon-Ritter zum Search. So. Dann kommt jetzt der Einsatz von dem Fünfer wieder von dem Blackwing, weil den kann ich jetzt entfernen und kann einen anderen von ihm einfach special. So, und das ist jetzt der zweite Quasar. So, dann macht man Soul Charge, holt sich halt die drei wieder und macht den, in dem Fall keinen dritten Quasar, sondern den hier. Aber ist auch, der ist ähnlich, oder? Der ist ähnlich, der kann halt nur Monster-Effekte annullieren, aber dafür können alle meine Karten einmal nicht zerstört werden. Egal ob Karteneffekte oder Kampf. Deswegen ist es besser, wenn man einen von denen holt. Also du spielst zwei Quasar und einmal den hier, oder? Genau, ja, weil dann bringt ihn seinen Dark Holes und sowas nicht. Was will er dann jetzt noch machen? Wenn ich so einen Quasar hätte, dann muss ich was annullieren. Und so habe ich noch seinen Effekt zum Annullieren und sein Dark Hole ist verschwendet, sozusagen. Dann mache ich halt noch das hier. Und das ist halt das Optimalste eigentlich, das ist das optimalste Feld, was du eigentlich raushauen kannst. Das machst du da auf den. Auf den hier. Und dann auf einen. Ja, Giant Hand, oder könntest du auch theoretisch machen, aber ich mach nicht auf Giant Hand. Normalerweise würde ich Ogre Drache der Leere spielen, aber der fehlt mir auch noch leider, deswegen spiele ich jetzt einfach ins Tal. Ja, aber der wird ja nichts bringen, wenn du jetzt noch 6 Handkarten hast. Ja, aber Ogre Drache der Leere bringt schon was, weil sobald ich in die Leere aktiviert habe. Ja. Wo ist die? Aber jetzt, ich meine jetzt in dem Fall jetzt nicht. Ja, in dem Fall habe ich in die Leere aktiviert und so, jetzt stimmt. Muss ich meine ganze Hand. Eh die ganze Hand, okay, stimmt. Das abwerfen. Was will er noch machen? Dann wäre der andere besser gewesen. Ja, Ogre Drache der Leere natürlich besser. Würde ich auch lieber spielen als den da. Und das einzige Gefahr ist von dem Deck, dass wirklich der Gegner ein Monster rauslegt, was mehr als 4000 hat.
dann hat man eigentlich fast verloren. Du kannst ja alles negieren. Du spielst halt einen Küss. Ja, aber du, es könnte passieren, dass er halt anfängt. Kann ja passieren. Und dann haut er dein Monster raus, was mehr als 4000 hat. Kommst du nicht mehr drüber, kannst machen, was du willst. Außer du spielst halt einen Küss-Ring. Außer du hast halt den. Du spielst im Side. Den spiele ich im Side. Wieso nicht im Extra jetzt, Main? Weil ich habe keinen Platz dafür. Sonst kann ich das mit Ogre Drache der Leere nicht machen. Und falls sie dann einen von denen doch irgendwie wegkriegen, dann kommt halt noch der hier. Und eigentlich, was will er noch machen? Also richtig krasses Feld. Man hat gesehen, man hat zwei Karten gebraucht eigentlich. Ja, natürlich je nachdem, was man noch nachzieht. Ja, ist ja wichtig natürlich auch. Von wem hast du das Deck? Hast du selber gebaut oder hast du dir irgendwie eine Inspiration geholt? Ich habe mir eine Inspiration geholt von YouTube, habe ich halt das Deck gesehen. Der hat ein bisschen anders gespielt als ich, aber eigentlich relativ ähnlich. Die Kombo geht eigentlich genauso. Aber ich habe das Extra-Deck ein bisschen verändert, so auf meine Bedürfnisse halt. Ja, ich finde das Deck eigentlich top, macht Spaß. Für die Gegner vielleicht nicht so, aber er schaut nur zu. Ähnlich wie Fusionist vielleicht kann man es so nennen, aber Fusionist lässt halt die Gegner gar keine Chance. Da hat er vielleicht noch den Versuch zu starten, irgendwas zu machen. Auch wenn man ehrlich ist, hat er eigentlich auch keine Chance. Was will er dagegen machen, jetzt mal ganz ehrlich? Außer er hat jetzt so Karten wie diese eine, wie heißt die Karte, was drei vom Gegner tributet. Ja gut, das spielt glaube ich kein Mensch. Ja, theoretisch, jetzt theoretisch, solche Karten halt. Ansonsten hat er eigentlich kaum eine Chance. Okay. Ja. Interessantes Deck, Melol. Ich bin mal gespannt, wie das in Aktion ist, wenn du mal ein Turnier spielst oder so. Ja. Und da kannst du dann mehr davon berichten. Ja, Jungs, sagt mal Bescheid, was ihr von dem Deck haltet, ob euch sowas gefällt oder nicht. Und wir werden sehen, was es bringen wird. Ja. Danke euch und Yu-Gi-Oh! Serious Business. Heute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Will mal liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere Facebook-Seite ab. Und seit neuestem haben wir auch einen Pokémon-Channel. Schaut dort mal vorbei, falls ihr nicht genug von uns bekommt. Und ansonsten schaut bei Chongs Turnier vorbei am 18.09. Echt cooles Turnier. Dank CCG, Infos Facebook, alles unten in der Beschreibung. Und bis dahin, leidet nicht.